Hallo. Ich finde das toll. Ganz offen gehst du damit um. Du bist Ergotherapeutin und Domina. Wie lange machst du das schon? Beides seit ungefähr 5 bis 6 Jahren. Beides seit... Ist wirklich beides gleichzeitig entstanden, dass du gesagt hast, ich möchte das jetzt beides starten, beide Business-Stränge? Ich habe halt meine Ausbildung damit finanziert, Domina zu sein, weil die Ausbildung zum Ergotherapeuten relativ teuer ist. Du hast, und dann bist du dabei geblieben und hast quasi beide Standbeine behalten? Da sind auch sehr viele Parallelen dabei, wie du schon richtig gesagt hast. So, ja? Ich wende sehr viele Tools aus der Ergotherapie da an. Wirklich? Ich hab's immer gewusst. Ja. Ich mache ja mal einen Scherz. Mhm. Okay, schön, dass du da gewesen bist. Vielen, vielen Dank, Dankeschön, Theresa. War auch schön. Ganz wunderbar. Tja, walte deines Amtes, Andreas. Von Theresa müssen wir uns verabschieden. Letzte Worte noch, möchtest du irgendwas sagen? Sonst winken wir nur. Adios. Adios. Theresa, mach es gut. Guten Flug. Gleich geht's los. Da ist ganz schön Speed drauf. Viel Spaß. Yay. Wir winken. Yay. Yay. Andreas, komm mal vorn. Dann machen wir weiter. Drei Damen sind noch da. Wir lösen die Geschichten auf. Hier sind sie. Annalena, Fingerknacken macht sie wütend. Oh ja. Sarah sagt, ein kleiner Bauch beim Mann ist völlig okay. Und Pamela wünscht sich Zwillinge. Annalena. Sag mal, wütend. Ja. Also, ja. Ich verstehe ja, dass es nervt, dass man sagt, jetzt hör doch mal ab. Ich glaube, ich kann es übrigens sagen. Wow! Da kriege ich Gänsehaut. Jetzt habe ich selber Angst bekommen. Da kriege ich ganz nasse Hände. Aber würdest du mir jetzt am liebsten rechts und links? Ja, war jetzt okay, weil du bist sympathisch. Ist alles okay. Aber nur Finger oder darf was anderes knacken? Ich meine, da geht eine Oma vorbei, die hat einen Hüftknacken, dann ballerst du der eine, ist ja auch blöd. Ja, das jetzt nicht, aber Fingerknacken ist so das. Fingerknacken ist ja, blöd. Ja, auf jeden Fall. Finde ich aber eigentlich lustig. Finde ich lustig, dass das nicht geht. Knacken deine Finger? Nein, haben wir schon festgestellt. Nee. Pamela, ich komme zu dir. Ja. Also ich wette mit dir, dass ein paar Frauen sagen, um Gottes Willen, bloß keine Zwillinge, die Arbeit, immer alles gleich, dann schreien immer zwei. Oder wenn der eine nicht schreit. Ich habe ja einen Partner dafür. Ah. Ah. Würdest du helfen bei Zwillingen? Würdest du sagen, nein, selbstverständlich, selbstverständlich. Ja? Ja. Nicht nee, einfach so hier, das ist Sache der Frau, oder ganz klassisch von früher, sondern... Ich stehe schon daneben und sage, wir schaffen das zusammen, Schatz. Großartig, wir schaffen das zusammen, Schatz. Wir machen weiter mit Runde 3. Hier sind drei neue voll verschossen Fakten. Bitteschön. Beim Sex will sie nichts mehr ausprobieren. Entschuldigung. Hat Gegenstände nur in gerader Anzahl, ekelt sich vor rohen Tomaten. Das ist meine Zusammenstellung, mein lieber Freund. Beim Sex will sie nichts mehr ausprobieren. Was löst das in dir aus? Ja, ich würde schon gerne noch ein paar Sachen ausprobieren, je nachdem, was sie schon so gemacht hat. Du kannst es ja ausprobieren. Für dich ist es neu. Sie kennt es halt schon. Okay. Okay, steckt viel hinter auf jeden Fall. Jetzt hätte ich ganz knapp, war kurz davor, einen ganz fiesen Witz zu machen. Nee, bitte nicht. Da steckt viel dahinter, ja, das auch. Ja. Hat Gegenstände nur in gerader Zahl. Ein Monk. Das ist wahrscheinlich so ein Tick. Hast du Sachen in gerader Zahl? Hast du auch so eine Macke? Irgendwas? Was ich gerne mache, ist, wenn ich diese Kacheln sehe. Kacheln? Steinkacheln, dass ich da nicht auf die Linien trete. Ich muss immer so dazwischen. Wirklich? Ja. Musst du? Ja. Geht's dir viel besser, geht's gerne. Nicht? Nee. Geht's dir viel besser, geht's nicht? Ist genau dasselbe. Kann auch. Geht das so? So. Ekelt sich vor rohen Tomaten. Schwierig. Nein, blöd. Was stell dir vor, du bestellst einen Tomatensalat und sie kotzt dir auf den Tisch. Ist natürlich auch blöd. Schwierig, schwierig. Ja. Okay. Ich nehme mit als Stichpunkt Nummer 2. Das heißt, du willst die Tomaten nicht? Nee, Moment. Ich nehme die Tomaten nicht. Das hätte ich gerade gesagt. Verrückt. Also es ist... Ekelt sich vor rohen Tomaten, lockt eher ein. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. In einer unfassbaren Geschwindigkeit hat er sich entschieden. Ekelt sich vor rohen Tomaten. Eine der Damen ekelt sich vor rohen Tomaten. Welche ist das? Die hier.
Ui, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wem hättest du zugetraut? Bei welcher dachtest du, das ist das? Bei der Sarah. Bei Sarah? Ja. Aber auf der, wieso? Wenn sie durch den Drive-In fährt, da sind auf den Burgern sind auch immer Tomaten drauf. Ja. Das ist ja Quatsch. Ich weiß auch nicht. Warum denn Tomaten? Ich dachte, ich finde jemanden, der meine Tomaten dann schneidet für sich selber. Ich esse sie ja nicht, aber... Ja. Ja. Ich verstehe den Ansatz. Aber er wollte einfach nicht. Er hat sich so geekelt davor, dass du dich ekelst, dass er gesagt hat... Schade. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass es an den rohen Tomaten scheitert. So ist es manchmal im Leben. Annalena, mach es gut. Du warst eine tolle Kandidatin. Dankeschön. Wie ich immer sage an der Stelle, guten Flug. Hau drauf. Sehr gut. Tschö, Annalena! 3, 2, 1. Rote Tomaten gehen nicht. Ja, ich mag es nicht, wenn sich Frauen generell vor irgendwie was ekeln. Gut, ja. Gut. Okay. Zwei Damen sind noch da. Yes. Zwei Geschichten sind auch noch da. Willst du es wissen, was Bitte, zu unbedingt. Welcher Dame gehört? Unbedingt. Dann lösen wir mal auf. Pamela hat Gegenstände nur in gerader Zahl. Mhm. Und Sarah will beim Sex nichts mehr ausprobieren. Wo soll ich zuerst hingehen? Das habe ich mir schon gedacht. Ach, ja, ja, klar. Ja, aber gerne nach rechts. Na, ich soll nach rechts gehen? Ja. Gut, dein Wunsch sei mir Befehl. Pamela, ja. Du hast Gegenstände nur in gerader Zahl. Ja, genau. Wirklich? Ja. Das heißt, du hast niemals 3 Kerzenständer? Nee. Warum nicht? Was passiert denn dann? Ja, das ist irgendwie unangenehm. Aber was ist daran unangenehm? Ja, weil es ungerade ist. Ja. So drehen wir uns im Kreis. Ja. Ich finde es eine nette Eigenschaft. Nichts mehr ausprobieren. Nee. Man kann auch immer was noch dazulernen, oder? Nee, also ich glaube, die Sachen, die ich nicht ausprobiert habe, die sind einfach zu abstrakt. Die will ich gar nicht ausprobieren. Okay. Ich glaube, das darf ich hier gar nicht sagen, die Sachen, die ich nicht ausprobieren will. Ich weiß es nicht, ob du es sagen darfst oder nicht. Ich würde es unfassbar gerne hören. Aber darf ich? Nein, ich traue mich nicht. Ich weiß nicht. Doch, sag's. Nein, sag's nicht. Darf ich? Nein. Komm, sag's. Natursekt? Ah, so, ah okay, zurück. Gut. Das will ich nicht ausprobieren. Das ist nicht meins. Okay. Das war knapp. Okay, Sarah und Pamela sind noch im Spiel. Das heißt, wir kommen jetzt gleich zum Finale. Ja? Ja. Und bei diesem Finale wirst du diese Eigenschaften, die wir gerade zusammengesammelt haben, wahrscheinlich im Hinterkopf behalten. Ja. Wir schauen sie uns noch mal an. All die Sachen, die von Sarah und Pamela schon da sind. Bei Sarah, ihr Traumdate ist zusammen durch den Drive-In fahren. Ein kleiner Bauch ist, wenn man zu oft im Drive-In war, völlig okay. Und beim Sex will sie nichts mehr ausprobieren. Pamela geht fast jeden Tag baden und danach duschen, damit sie sich frisch anfühlt, wünscht sich Zwillinge und hat Gegenstände nur in gerader Zahl. Für den Hinterkopf. Ja. Aber es geht um das, was wir jetzt in der letzten Runde sehen. Und da musst du dich final entscheiden. Wir kommen also zu Runde 4, zum Finale. 2 Eigenschaften, bitteschön. Sie flirtet nicht, sondern möchte erobert werden. Hatte noch nie ein romantisches Date. Das finde ich schade. Aber du könntest das Erste sein. Das wäre natürlich überragend. Oder? Ich würde gerne... Nein, das muss man sich gut überlegen. Es geht ja schließlich um ein Date. Ich würde gerne mit ihr ein romantisches Date haben, weil ich großer Fan davon bin. Na also? Sie flirtet nicht, sondern möchte erobert werden. Klingt für mich so ein bisschen... So bitch-like, also so... Bitch-like? Ne? Also keine von den beiden Damen würde ich so annehmen. Nee, aber möchte erobert werden. Ja. Finde ich gut. Ja. Ja, nicht so einfach. Vielleicht flirtet sie auch nicht, weil sie schüchtern ist. Das kann auch sein. Ja. Ja, also bei der Sarah, die würde ich jetzt so einschätzen, dass sie nicht schüchtern ist. Ja. Pamela ein bisschen ticken eher. Ja. Finde ich aber ganz süß. Ja. Ja, jetzt muss ich eine Entscheidung fällen. Längst. Schon längst. Meine Damen und Herren, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich nur um 2 bis 4 Stunden. Bleiben Sie dran, bleiben Sie dran. Ich nehme raus. Ja! Punkt Nummer 1. Sie flirtet nicht, sondern möchte erobert werden. Das lockst du ein. Wer ist das? Wer flirtet nicht, sondern möchte erobert werden? Schwierig, schwierig.
Oh. Sarah, ich wusste. Richtig vermutet. Sarah flirtet nicht, sondern möchte erobert werden. Damit ist dein Date Pamela. Wunderbar. Walte deines Amtes. Hau drauf, Sarah. Dann wird's heute auch nichts mit Flirten. Das tut mir sehr leid. Auch dir guten Flug. Walte deines Amtes. Sehr gut. Sarah. 3, 2, 1. Tschüss. Das war ein lauter Schrei. Du hast ein Date. Das Pamela war ein lauter Schrei. Perfekt, ich freue mich. Komm, wir gehen rüber. Geh auf ihre rechte Seite, also von hier aus gesehen. Hi. Hi, freut mich. Oh. Hallo, ihr zwei. Wow. Ich finde, das haben wir gut gemacht. Die Eigenschaften passen schon, ihr wisst schon viel übereinander. Könnt ihr alles überspringen, weil das alles schon passt. Übrigens auch optisch, bei uns ja total egal, aber auch optisch passt das ganz hervorragend. War sie die erste, an die du direkt gedacht hast? Ich muss tatsächlich sagen, ja? Vom Optischen, dass er das erste war, was ich gesehen habe, fand ich, ich hoffe, sie bleibt über. Wirklich? Ja. Was sagtest du, als du hier reinkamst und ihn gesehen hast, hast du gedacht, oh, das könnte passen. Ja, ich hab's auch sehr gehofft. Wirklich? Ja. Mein Gott, heute klappt ja alles. Ich werde wahnsinnig. Das heißt, du wirst mit ihm hoffentlich dein erstes romantisches Date verbringen. Endlich. Endlich. Ich habe hier zwei Umschläge. In diesen beiden Umschlägen, ich weiß nicht, was drin ist, sind eure beiden Wünsche, also eure Idealvorstellungen für ein erstes Date drin. Ja? Hier haben wir einmal deinen Wunsch, dass Alpaka-Wanderung und Essen gehen. Das finde ich mal sehr spannend. Ja. Und du hast gesagt, mein lieber Andreas, du möchtest beim ersten Date Fahrt im Golf 8 zum Dinner. Vielleicht könnt ihr ja in 8 Alpakas zum Dinner fahren. Es ist ja, das eine ist technisch, das andere sind Alpakas. Ihr müsst euch entscheiden. Alpakas oder im Golf. Was wollt ihr machen? Denn wir werden euch das eine oder das andere dann ermöglichen. Wir entscheiden das zusammen? Bitte entscheide du es. Ja, bei ihm dauert es ewig, wirklich. Kannst du es entscheiden? Aber was möchtest du machen? Ja. Alpaka, bitteschön. Ich freue mich sehr für euch. Ihr reitet auf Alpakas in den Sonnenuntergang. Vielen, vielen Dank. Macht Fotos bitte. Macht ein Video, wenn ihr wollt. Wir wollen wissen, wie das Day verlaufen ist, okay? Vielen, vielen Dank, ihr zwei. Super. Ihr habt euer Date. Pamela und Andreas haben es geschafft. Viel Spaß bei eurem Date. Tschüss, zwei.